So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarum zu einem neuen Part Sims 3 mit dem Zwergenfürst. Ein neues Let's Stüssel. Der Zwergi schläft nicht wirklich, der pennt nur ein bisschen dort, macht ein kleines Nickerchen auf seinem Bett, deckt sich nicht wirklich zu. Aber ich muss ein paar Sachen ansagen, jetzt hier kurz, bevor der Part so richtig beginnen kann. Heute leider nur ein Video von mir, nämlich dieses Sims 3 Let's Stüssel. Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen bin ich, wie ihr vielleicht aus meiner Stimme irgendwie heraushören könnt, ein bisschen erkältet und ein bisschen krank. Mir geht's auch nicht ganz so gut. Ja, das ist auch keine Ausrede. Da will ich dann mich auch ein Minütchen ausruhen können heute. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, ich befinde mich in den Vorproduktionen für zweierlei Sachen. Erstens für den Adventskalender 2017, der muss jetzt schon im November vorgeplant werden und vorproduziert werden. Da bin ich auch ordentlich schon am Werkeln. Und zum Zweiten bin ich Mittwoch, Donnerstag und Freitag wieder beruflich verreist. Ja, das kann passieren, dass das so spontan so ein bisschen kommt. Das ist bei meinem FSJ, das ich gerade mache, irgendwie, ja, Alltag kann man fast sagen. Das ist halt, ja, dazu kommt, dass wir irgendwie verreisen. Wir haben halt eine Zweigstelle irgendwie außerhalb und dann muss halt das passieren. Ich rede so viel Mist. Ja, wie auch immer, jedenfalls geht hier gerade das Radio an. Auch schön. Hab dann ein bisschen Hintergrundmusik. Ja. Ist wohl jemand zu Gast hier im Haus, den ich euch gleich zeigen werde. Da wird er wach, der Zwergi. Nein, nicht doch. Ja, jedenfalls heute nur ein Video. Aber ich bin ja auch nicht untätig. Außerdem bekommt ihr Montag ja auch noch was zu sehen. Da gibt es auch noch ein Part. Der muss natürlich am Sonntag, also jetzt heute, vorproduziert werden. Also untätig bin ich auf keinen Fall. Ich nehme ordentlich auf, aber das für heute produzieren, oh, da geht jemand aus dem Haus. Wer das wohl war, das werden wir wohl gleich wissen. Das werden wir wohl gleich hören und sehen und kennenlernen, werden wir die Person. Ja, heute zu Beginn sehr viel geschwafelt. Aber ihr wisst Bescheid, heute nur dieses eine Video, weil ich halt anderweitig sehr eingespannt bin. So, jetzt kommen wir mal bitte hier wieder zum Sims-Thema. Ist ganz unangenehm hier, wenn ich nur von dem Stüssel hier rede, der das Game nicht direkt betrifft. Der Zwergi kann wohl nicht richtig schlafen hier, oder was? Komm schon, Zwergi. Ach, hast Hunger. Kannst vor Hunger nicht schlafen. Dann frühstücke doch gleich erstmal. Hol dir was raus. Oh, da kommt jemand rein. Vielleicht sollten wir sie mal vorstellen. Isse. Darf ich vorstellen? Das ist der Sim von Blacky. Ja, ich habe meinen Sim für Blacky erstellt. Ja, gut. Sie wohnt jetzt hier mit dabei. Und ja, ich gehe wieder schlafen. Mal guten Tag hier sagt. Was? Sie kommt hier? Ja, der kommt hier einfach. Ja, ich schlafe hier und Blicky kommt rein. Schaut mir beim Schlafen zu, oder was? Ich dachte mir, es ist ganz lustig, mal eine andere Person mit einziehen zu lassen. Blicky ist müde. Hey, stimmt, sie hat noch gar kein Bett. Wir haben hier nur zwei Betten. Ach du Schande. Stimmt, ja. Hier draußen ihr Bett, die schläft hier neben dem Haus. Da müssen wir ihr ein neues Zimmer einrichten. Und da ziehen wir hier noch eine Mauer.
Muss natürlich wieder geschlossen werden. So, jetzt haben wir hier eine Wand. Da muss natürlich noch eine Tür rein. Ich kann mir natürlich keine Türen leisten. Warum auch? Als improvisiert werden, dann reißen wir halt hier die Wand weg zu meinem Schlafzimmer, zu unserem Schlafzimmer. Kommt es halt so irgendwie durch. Okay. Muss im WG-Leben halt irgendwie immer ein bisschen improvisieren. Okay. Schauen wir mal nach der Blackie. Und da ist sie. Ihr geht es scheinbar gerade nicht so gut. Ja, sie ist müde. Sie muss schlafen. So. Da muss sie zwar mal durch unser Zimmer, wenn sie schlafen gehen will, aber was soll's. Ja, hier ihr Bett. Okay. Und da das dreckige Kabuff hier mit Fernseher und Billigfernseher und dreckigem Klo. Ja, okay, ja, sie kommt zurecht. Nice. Schön spülen. Ist ja nicht so, als ob das Klo eh schon kaputt wäre. Müde ist er. Naja, dann gehe ich schlafen. Ich entnehme dem stinkenden Kabuff. Naja, was so ist. Wir machen es dir dann im Laufe der Tage irgendwann schöner. Und ja, wir werden dich schon irgendwie mit einziehen lassen. Kommst schon irgendwie zurecht. Hier irgendwie halb im Freien, ja, der Zaun. Aber egal. Irgendwie werden wir schon eine Lösung finden. Und am freien Himmel schlafen ist doch auch sehr schön. Die muss wohl duschen, wie es ausschaut. Das sieht sehr danach aus. Und dann geh duschen. Ja, merkst du selbst. Und Zwergi steht auch auf. Und seine Perspektive wechseln. Jetzt sind wir zu dritt im Haushalt. Ja, nice. Blackie schläft ein bisschen länger. Ja, die ist ja auch erst um 2 ins Bett gegangen. Ist mittlerweile um 7. Ich gehe duschen. Hey, Lilly wollte doch duschen gehen, oder? Tja, wohl eher nicht. Okay, was passierte? Ich habe doch ja nichts gemacht. Naja, irgendeine Errungenschaft wurde wohl freigeschaltet. Okay, ja, da stehen schon ein paar Teller. Sind schon ein bisschen älter. Da fliegen schon Fliegen rum. Ja, so mit Ordnung ist es hier nicht. Okay, der Zwergi ist dort. Da steht auch was zu essen rum. Ja, nee, ist klar. Die Blecki schläft scheinbar noch. Ja, schläft dort in ihrem Bettchen unter dem freien Himmel. Lilly, Blecki, Zwergi, perfekt. Da wäscht er endlich mal was ab, was seit Wochen dort liegt. Auch mal gut. Zwergi beschwert sich. Was ist los? Beschwer dich hier nicht. Die wäscht mal was ab, im Gegensatz zu dir. Liegst hier alles auf dem Boden hier und du beschwer dich nicht bei deiner Frau hier, dass du alles so abwascht hier. Das ist. Sollst du auch mal anpacken hier und mal ein bisschen helfen. Das ist ja. Nicht beschweren, selber mitmachen. Ja, Zwergi. Da geht der einfach Zeitung lesen hier. Lilly duscht. Und der Kollege von Gronkh steht draußen am Fenster und spannert. Das ist doch Rumpel, oder? Das ist doch ein. Der sieht aus wie der Kollege von Gronkh. Ja, spannerst du hier einfach meiner Freundin nach? Hier. Ja, genau. Verdünnisier dich mal hier. Du Scheißspanner. Die Blackie, die träumt noch ihren zweiten Traum. Und Zwergi geht mal dran vorbei, der will ein bisschen Fernsehen schauen im Kabuff. Nein, doch nicht. Okay, sie ist wieder frisch geduscht. Geht nochmal duschen. Nein, sie repariert die Dusche. Ja, es hat alles richtig saumäßig hier in der WG. Vielleicht kann Zwergi mal auch mal ein bisschen mithelfen, anstatt dass er hier wieder vom PC sitzt und wieder Scheiße macht hier. Wenn er rumspielt, rumzockt, kann er mal das Geschirr spülen. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Mal ein bisschen was dazu beitragen, dass die Sache hier wieder sauber wird. Partner haben wir hier. Langsam ein bisschen aufräumen, ein bisschen Leben reinbringen. Ein bisschen es alles lebenswerter machen. Okay. Ach so, Blinky ist gut. Oh, Lilly.
Die befreundet sich wieder mit Leuten auf der Straße. Ja, sucht sich Freunde. Im Gegensatz zu Zwergi. Der tut das nicht so wirklich. Und was macht der da? Fernsehen? Nicht Fernsehen? Kann sich wohl nicht entscheiden. Ja, komm. Zocken kannst du später. Der Fernseher läuft trotz hinten im Kabuff. Hat wohl Lilly gerade ausgeschaltet oder was? Ja, mach's sauber hier. Da muss man sich doch hier schämen für, man ist doch hier nicht. Die Lilly, die geht's zocken. Was? Passt dir der Stuhl nicht? Soll ich dir einen besseren kaufen hier? Deswegen passt der Stuhl auch nicht. Was los? Jemand hat das Radio angeschaltet. Okay. Ist was los und die Blackie schläft da in aller Ruhe. Die scheint das nicht wirklich zu jucken, was da vor sich geht. Und Lilly entspannt sich auch sehr. Ja, es ist ein angespanntes WG-Leben hier. Es ist zu dritt in einem Haus hier. Da ist es nicht sehr entspannt hier. Ja, so eine Freundschaft hier, so eine Beziehung zwischen Lilly und Zwergi. Das muss auch nicht immer super laufen. Der geht wieder schlafen, der Zwerg. Ja, mach einfach. Es ist Samstag um 12. Geh schlafen. Ja, das perfekte WG-Leben. Chaotischer geht's nicht. Okay. Okay. Was passiert nun? Blacky schläft den ganzen. Oh, da ist Blacky aufgestanden. Es ist 13.43 Uhr. Also 14 Uhr. Ist endlich mal aufgestanden, macht sich Frühstück. Sieht auch mal wieder an Bord. Und die beiden hier, die schlafen zu Musik, zu rockiger Musik. Ich weiß nicht, wie Zwergi da schlafen kann, aber. Ja, sie auch mal wach. Sie noch im Schlafanzug hier. Ja, ich habe keinen besseren Sinn gefunden für Blacky. Ich habe das so eingestellt. Ja, kurze schwarze Haare ist das Einzige, was man irgendwie. Ja, in Sims 3 sind die Sims wohl noch nicht so ganz, ja, perfektioniert. In Sims 4. Ich kann es euch vielleicht mal zeigen, wie das Menü aussieht in einem anderen Part. Wie man einen Sim kreiert. Habe ich glaube ich schon gezeigt im ersten Part von Sims 3 Schlüssel. Die Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Ich kann mit euch vielleicht noch. Hier sind zwei komische hier. Und da noch eine komische mit dazugezogen. Wird Ulki als mit Zwergi und Lilly hier schon ist, geht's mit Blacky auch nicht mehr. Oha! Steigt sie direkt mal unter die Dusche. Da wollen wir sie natürlich nicht bei filmen. Nein. Sie auf der Dreckstoilette. Ja, wieso nicht? Wenn man schon eine Toilette hat, kann man die auch nutzen. Da hat sie fertig geduscht. Was ist denn hier los? Was ist, ist der Stuhl zu blöd oder sowas? Was? Stuhl kaputt oder was läuft? Ist nicht in Ordnung. Doch, scheinbar schon. Okay. Blacky streamt ein bisschen. Zu Hintergrundmusik. Ja. Sieht ganz richtig aus. Und was macht er? Was macht er? Oh. Hey, ich bin im Blacky Stream. Hallo. Nächster. Okay. Was zum Geier? Du sitzt auf meinem Stuhl. Ich will hier ein Let's Play aufnehmen. Verpiss dich. Du kannst an einem anderen Laptop streamen.
an dem PC. Ja. Ist wohl nicht gegangen. Oh, die beiden Frauen hier im Zimmer. Mein Stuhl ist kaputt. Blecki hat ihn kaputt gemacht. Dann schaue ich halt aus dem Fenster und denke an Schmetterlinge. Oh, wollte gerade sagen, lesbisch oder was? Nee, ich stehe daneben. Dieser Ausschnitt hier mit Blecki und ihr in einem Zimmer. Die Herzchen. Wollte mir gerade schon Gedanken machen. Okay, hab mich nicht gesehen, daneben stehend. Dann ist ja alles in Ordnung. Frauenpower hier im Zimmer. Deswegen kommt mit dazu. Ja, Frauenpower halt. Ja, wir sind schon ein ganz duftes Paar hier. Ein ganz dufte Weg hier mit Blecki zusammen. Der Stuhl! Wieso regt die sich immer über den Stuhl auf? Ach, weil war nicht der Stuhl. Deswegen regt sie auch über den Stuhl auf. Blecki, weißt du, was mit dem Stuhl ist? Wir drei duften Typen. Ja. Geht das für Blecki knutschen oder was? Ja. Ich mache hier heute relativ wenig. Es läuft alles ordentlich von selbst. Die Sims agieren halbwegs von selbst. Ich kommentiere, was hier passiert. Machst du Blackys Bett hier? Das ist eine schöne Aktion, eine nette Sache. Nein, 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 nein. Du legst dich jetzt nicht in Blackys Bett zum Schlafen. Nein, nicht dein Bett. Zwei, nicht dein Bett. Nicht dein Bett. Verpiss dich daraus. Leg dich in dein Bett. Leg dich da rein. Kannst du dort ein bisschen entspannen. Ja, so ist richtig hier. Wenn du müde bist, leg dich in dein Bett. Das ist eigentlich Lisas, Namen vergessen. Lisbeth. Aber was soll's? Seid ein Paar. Ist auch nicht so schlimm, wenn du auf der Seite von Lili stehst. Ihr schlaft sowieso beide in einem Bett. Blecki danced hier ordentlich rum. So. Lili spielt auch ein bisschen. Und nein. Könnte es sein, dass Lili auch so ein bisschen was YouTube-mäßig, stilmäßig macht? Ist eine von mir auf einer Charakter, kann ich ja sagen, habe ich selbst erstellt. Ist jetzt nicht rein zufällig gekommen, dass wir uns begegnet sind auf der Straße. Tja. Ja, mal in die Kommentare schreiben, was Lili für ein Charakter ist. Ihr könnt ja gerne eure eigenen Charakterzüge dazu bringen und vielleicht kann man die in einem Part mit einbringen. Kann man ja was draus machen. Könnte man zum Beispiel schreiben, ist Lili auch ein YouTuber? Ist sie vielleicht bloß dem lieben Zwerg noch nicht bekannt? Hat er bloß noch nicht danach gefragt? Ist ein bisschen blöd für eine Beziehung, wenn man das nicht weiß, aber und sie am eigenen PC streamt, aber kann ja sein. Das würde ich gerne euch überlassen. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt Geschichten in die Kommentare, gerne. Vielleicht kann man das auch erzählen, kann man das mit einbringen. Community ist auch gern beteiligt hier dabei. Wie hier mit Blecki zusammen in einer WG. WG live. Denkt euch da mal was Ordentliches aus. Ich denke zwar auch mal mit. Er backt wieder durchs Kissen. Ach ja, der alte Kissenback. Ja, mittlerweile ist es so schon Abend geworden. Hier ist ordentlich viel passiert am Tag. Naja, ordentlich viel ist nicht passiert, aber daneben ein WG-Live ist entstanden. Ja, das Radio läuft auch den ganzen Tag durch. Blackie, die danced ordentlich. Die hat Spaß. Das Klo stinkt da immer noch. Man sieht's förmlich. Sie macht was zu essen. Für uns drei am besten gleich. Eine Suppe scheint's zu sein. Da steht noch was Gammeliges daneben, aber was soll's? Es ist halt WG-Live. Ist typisch WG hier. Ja. Es wird Abend und auch die Musik ändert sich. Eine entspannte Abendmusik. Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir diesen Part an dieser Stelle. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben, wie Blecki hier dazu gekommen ist. Die Tänzerin hier, die hat ordentlich Spaß daran. Ja,
Lasst doch ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt und den drei Sims hier im Kabuff, naja, das Kabuff ist rechts nebenan, aber in dem Haus in der WG. Wir brauchen auch noch einen Namen für diese WG. Bitte alles in die Kommentare schreiben. Bringt euch ordentlich mit ein. So kann dieses Projekt hier noch kreativer werden. Kann man ja alles hier ausleben in Sims. Kann man halbwegs alles machen. Ein Sandwich. Da, die Tür. Weg, ja, die Tür entdeckt. Schön, schön. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ja. Die Lilly ist frisch verliebt hier. Naja, so frisch auch nicht mehr. Na dann. Gehabt euch wohl. Sie geht jetzt auch schon schlafen hier. Und ja, haut rinne bis zum nächsten Part von Sims 3 mit dem Zwergenfürst. Mit Lilly und jetzt auch mit der neuen WG-Bonerin Blackie. Was auch immer sie da draußen macht. Ciao, ciao und adios.